Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Vista Klinik, Ihre Augen in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Hier sehen Sie ein Augenmodell. Und wenn ich das Auge aufmache, dann ist innen das hier, das ist alles die Netzhaut. Und um Netzhautprobleme geht es in der heutigen Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Weil an dieser Netzhaut kann es zum Beispiel hier Löchli geben oder Riss sogar. Und das ist gefährlich, weil das kann der Anfang sein von einer Netzhautablösung. Licht und Schatten am Abendhimmel. Immer wenn sich eine große Wolke vor die Sonne schiebt, fühlt sich Gerard Just an seine Netzhautablösung erinnert. Es war an sich ein Zufall. Beim Fernsehen habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr so gut gesehen habe. Dann habe ich einen Test gemacht für mich. Ich durfte das rechte Auge abdecken und das linke Auge. Und dann habe ich dann festgestellt, dass im rechten Auge sehr schwarz geworden ist. Und das ist für mich dann irgendein Zeichen, dass da stimmt etwas nicht. Da er bereits zweimal wegen grauem Star operiert wurde, wollte Gerard Just keine Zeit verlieren und suchte seine Augenärztin auf. Ihr Befund? Netzhautablösung in fortgeschrittenem Stadium. Und dann hat sie gerade angerufen, und die Klinik. Dann konnte ich dann gerade vorbeigehen. Und dann bin ich dann gerade, das ist etwa am Morgen um 9 Uhr, bin ich die Augenärztin. Und dann bin ich am 1. dann bereits operiert worden. Je früher eine Netzhautablösung operiert wird, desto besser kann man Sehschäden verhindern oder im schlimmsten Fall sogar eine Erblindung vermeiden. Damit die abgelöste Netzhaut nach der Operation gut einheilen kann, muss der Kopf möglichst ruhig gehalten werden. Kurz nach der Operation musste ich gewisse Sachen einhalten. Oder? Wegen dem Auge hatte ich noch Gas drin. Dann habe ich die Glasblöten immer gesehen, also die Blöten habe ich immer gesehen. Oder? Und dann habe ich musste bis zu oben nach der Operation auf dem Bauch liegen. Oder? Und nachher ist es eigentlich am nächsten Tag ist es schon viel besser gewesen, oder? Aber therapieren, ich hatte keine Nachwehen, nichts gehabt. Also das war eigentlich ein Verlauf, der normal abgelaufen ist, oder? Ein Heilungsprozess. Oder? Herr Jost, wie lange ist es jetzt her seit dieser Operation? Das ist jetzt genau ein halbes Jahr her, als ich operiert worden bin. Mhm. Und wie lange ist es gegangen, bis Sie wieder ganz normal gesehen haben? Das ist etwa 3 Wochen nach der Operation, wo die Gasblase, wo sich die verschwunden ist, oder? Mhm. Habe ich die normale Sehkraft wieder gehabt. Ja, also jetzt merken Sie gar nicht mehr, gar nicht mehr, nein. Bei uns ist der Dr. Theo Signer von der Vista Klinik. Was sind typische Anzeichen von einer Netzhautablösung? Das sind Blitze, das sind schwarze Pünktli wie ein sogenannte Muschvolant, wo vor dem Gesichtsfeld herumschwimmen. Und wenn's dann weiter wenn die Netzhautablösung weiter vorgeschritten ist, sind es Schatten. Mhm. Ein Vorhang, der sich vor das Gesichtsfeld von der Netzhautmitte schiebt. Und natürlich dann auch eine Verminderung der Sehfähigkeit. Mhm. Jetzt, die Risse oder die Löcher die sind gefährlich, weil es eben zu dem kann führen. Aber was passiert genau? Können Sie mir das erklären? Genau, also wir haben das Auge. Und im Auge haben wir den Glaskörper. Und dann haben wir hier Löcher in der Peripherie von der sogenannten Netzhaut. Und durch die Löcher durch kann Flüssigkeit unter die Netzhaut laufen und dann nachher die Netzhaut ablösen. Und hier haben wir noch ein Bild dazu. Da sehen wir links oben ein sogenanntes Loch in der Netzhaut, das entstanden ist, wo der Glaskörper gezogen hat. Mhm. Und wenn man die Löcher in der Anfangsphase sieht, also wenn die Netzhaut eigentlich noch anliegend ist, dann kann man die Löcher sogenannt riegeln, abriegeln, verschweissen mit einem Laser. Das sehen wir rechts unten. Mhm. Die weißen Pünktchen quasi. Genau, das sind quasi Schweißherde. Da können wir gerade auf das nächste Bild gehen. Da sehen wir zuerst eine Netzhautablösung, also eine sogenannte Foto vom Augenhintergrund. Und da sieht man links oben das Loch. Durch das Loch ist die Flüssigkeit unter die Netzhaut untergelaufen und hat dann nachher die Netzhaut in diesem Bereich abgelöst. Mhm. Und das könnte man im Querschnitt noch anschauen. Mhm. Und dann im Querschnitt sehen wir eigentlich den Augenhintergrund. Man sieht hier die Wand vom Auge.
Und da sieht man die Netzhaut, wie sie abgehoben ist vom Hintergrund. Jawohl. Und was man bei der Operation macht, ist, dass man die Netzhaut wieder anlegt. Und dann sieht es, wie im unteren Bild, also aus. Herr Jost, haben Sie irgendwie Schmerzen gehabt? Also während der Operation habe ich gar nicht gespürt und nach der Operation eigentlich auch nicht, oder? Ja. Aber sind Sie in einer Vollnarkose gewesen, oder nicht? Nein, das heißt, Sie haben das Ganze mitgekriegt. Ja. Wenn die Netzhautablösung ein bisschen vorgeschrittener ist, brauchen Sie auch zum Teil so ein Silikonband. Das wollte ich noch genauer wissen. Genau, das ist eine sogenannte Zerglage. Das sehen wir auf dem Bild. Wir haben hier den Muskel, das Rote stellt den Augenmuskel dar. Und dann tut man unter dem Muskel, aber auf der Aussenseite vom Augapfel quasi so ein Silikonband anlegen. Das sehen wir in vivo oben dran. Und die Idee von dem Band ist, dass man das Auge quasi so ein wie ein Hosengurt zusammenzieht, mhm, und durch das der Zug vom Glaskörper weniger stark ist und nicht sich wieder anlegen. Mhm. Bleibt denn das Band immer drin? Das Band bleibt in der Regel drin. Man kann es theoretisch rausnehmen, aber es bleibt eigentlich drin. Mhm. Jetzt beim Herrn Jost haben Sie eine andere Methode angewendet, die heute gängiger ist, wenn ich das richtig verstand. Auch dazu haben wir eine Animation. Was machen Sie da genau? Das ist die sogenannte Glaskörperentfernung. Da macht man 3 kleine Zugänge und dann geht man mit dem Instrument durch die Lederhaut ins Auge hinein und tut den Glaskörper rausschneiden mit einem sogenannten Schneidzuginstrument. Mhm. Und so tut man den Zug auf der Netzhaut reduzieren und dann schlussendlich die Flüssigkeit, die unter der Netzhaut ist, raussaugen. Und das Loch, wenn die Netzhaut wieder anliegt, tut man mit dem Augenhintergrund verschweissen, mhm, und dann mit einer Gasblase stabilisieren. Mhm. Wenn Sie mir hier noch am Modell zeigen, was wäre der Glaskörper? Der Glaskörper liegt, glaube ich, gerade noch dort. Genau. Der Glaskörper wird entfernt. Mhm. Und dann geht man mit dem Instrument ins Auge rein, also über die sogenannte Parsplana. Dann tut man die Löcher putzen vom Glaskörper und tut nachher die Flüssigkeit, die unter der Netzhaut ist, wieder absaugen. Mhm. Und so legt sich die Netzhaut wieder schön an. Und damit nicht wieder Wasser nachläuft, tut man die Löcher verschweissen und dann in der Anfangsphase mit der Glasblase stabilisieren, bis die Schweißherde richtig hebt. Mhm, das könnte man sich vorstellen, wenn man den Glaskörper wegsuckt quasi, dann schrumpft das Auge total zusammen. Aber das ist nicht der Fall. Warum? Genau, weil am Anfang haben wir die Glasblasen als Tamponade im Auge, mhm, als Platzhalter. Und sukzessive wird nachher die Blase zurückgebildet, mhm, und wieder mit Flüssigkeit. Also der Glaskörperraum wird wieder mit Flüssigkeit aufgefüllt. Mhm. Und das ist das, was Sie am Anfang erwähnt haben. Die Blase, die Sie eine Zeit lang nach der Operation auch gesehen haben. Ich glaube, 3 Wochen haben Sie mir gesagt. Während der Operation sind Sie aber wach. Etwa 40 Minuten, wenn ich das recht im Kopf habe. Das ist richtig. Ja. Ist das ein angstvolles Gefühl oder wie gibt man sich da rein? Überhaupt nicht eigentlich. Ich habe absolut keine Angst gehabt. Und spüren den Sie auch nicht, gell? Nein, nein, ja, nein. Kann es passieren, dass die Netzhaut sich nochmal ablöst? In sehr seltenen Fällen kann es passieren. Das ist, wenn sich neue Löcher bilden an anderen Stellen, die vorne unauffällig sind. Oder wenn man zu lange wartet, dann gibt es eine sogenannte Zell, also so eine Narbenzellpopulation, die sich bildet auf der Netzhaut und die Netzhaut wieder oben runterzieht. Mhm, aber das ist sehr selten. Das ist sehr selten, mhm, genau. Dankeschön vielmals, Herr Siegner. Und herzlichen Dank, Herr Jost. Und wir bleiben jetzt bei der Netzhaut. Da kann es nämlich auch altersbedingte Veränderungen geben. Ich rede von der sogenannten Makuladegeneration. Und da gibt es eine trockene und eine feuchte Form. Patient Georges Jost in seiner regelmäßigen Augenkontrolle. Seit über 10 Jahren macht ihm die altersbedingte Makuladegeneration zu schaffen. Sowohl in der trockenen wie auch der feuchten Form. Trockene Makuladegeneration zeichnet sich vor allem durch Ablagerungen unter der Netzhaut aus, die man hier an diesem Augenhintergrundbild sehr schön durch diese gelblichen Flecke sieht. Wenn man das im Schnittbild betrachtet, sieht man unter der Netzhaut diese kleinen Häufchen, die diese Ablagerungen, die im Endeffekt Zellschrott sind, darstellen. Ganz im Gegensatz dazu finden wir dann bei der feuchten Makuladegeneration im Zentrum des schärfsten Sehens Feuchtigkeitsansammlungen und unter Umständen Blutungen. Das sehen wir sehr schön wiederum im Schnittbild, welches sich nun ganz anders darstellt. Wir sehen hier, wie
Blutgefäße aus der Schicht unter der Netzhaut nach oben gewachsen sind. Diese neuen Blutgefäße sind nicht dicht. Die haben nicht die Qualität von normalen Blutgefäßen und sondern deshalb Flüssigkeit ab, was die Netzhaut zum Aufschwellen bringt und zur Sehminderung führt. Genau diese feuchte Makuladegeneration war es, die kurz vor Weihnachten 2006 Georges Rust völlig unerwartet heimsuchte. Ja, plötzlich am Fernseher. Wir sind am Fernseher gehockt mit dem Sohn und meiner Frau und so weiter. Und wir haben geschaut und so. Und plötzlich platzt das. Und der Visus ist ramponiert im Zentrum. Und infolgedessen habe ich dann, ist die Lesefähigkeit ist weg. Ich konnte nicht mehr lesen. Also die Peripherie habe ich immer noch gesehen. Auch heute noch. Aber im Zentrum ist die Lesefähigkeit, die Sehzellen sind zerstört. Bei Herrn Rust war das Problem, dass er bereits vor vielen Jahren am linken Auge an der feuchten Makuladegeneration erkrankte und im Prinzip bei uns vorstellig wurde zu einem Zeitpunkt, als hier am gesamten hinteren Pol, also die gesamte Makularregion, bereits eine große Vernarbung bestand, wo eigentlich keine Therapie mehr machbar und sinnvoll ist. Da das rechte Auge das linke kranke Auge kompensierte, fühlte sich Georges Rust nicht erheblich eingeschränkt. Doch 5 Jahre später trat die feuchte Makuladegeneration auch im rechten Auge auf. Und die hat man dann sofort anfangen zu behandeln, weil ich ja nur noch ein Auge hatte. Man musste schauen, dass man das Auge retten kann. Um den aktuellen Zustand der Makula beurteilen zu können, wird mit einem OCT-Messgerät der Augenhintergrund mittels feiner Laserstrahlen untersucht. Anschließend begutachtet die Augenärztin den Befund, um die weiteren Therapiemaßnahmen festzulegen. In diesem Fall das Spritzen von Medikamenten direkt in den Glaskörper des Auges. Für ihn ist es so, dass an dem einzig guten Auge die Sehkraft jetzt relativ gut erhalten werden konnte. Allerdings mit dem Preis, dass er sehr hochfrequente Behandlung, das heißt in der Regel 4, 5 oder 6 wöchentlich benötigt. Der Herr Rust braucht also alle 4 bis 6 Wochen eine Spritze ins Auge. Verhält sich das normal? Das ist in der Tat so, dass der Herr Rust das braucht. Und das ist eher eine hochfrequente Behandlung. Man muss das ganz individuell von Auge zu Auge anschauen, welcher Abstand benötigt wird. Das kann zwischen 4 Wochen und einigen Monaten variieren. Mhm. Aber müssen wir das ein Leben lang machen? Also soweit wir inzwischen über die feuchte Makuladegeneration und die Behandlung Bescheid wissen, scheinen die meisten Patienten diese Behandlung tatsächlich über viele Jahre zu benötigen. Mhm. Jetzt stellt man sich das so vor, über viele Jahre. Gibt es denn da nicht Narben im Auge? Nein, das vernarbt eigentlich nicht. Das ist eine ganz, ganz feine Nadel, mit der das gespritzt wird. Das ist auch nur ein ganz geringes Volumen, 0,05 Milliliter, also ein Tröpfchen im Prinzip. Und wir spritzen natürlich nicht immer an derselben Stelle. Mhm. Wie merkt man die feuchte Makuladegeneration? Wir haben das sogenannte Amslernetz vorbereitet, Frau Hatz. Ja, wenn eine Makuladegeneration in die feuchte Form übergeht, kann man mit diesem Karomuster, welches das Amslernetz darstellt, schön sehen, dass sich dort Linien unter Umständen verziehen oder sogar Ausfälle auftreten. So wie wir das jetzt hier sehen, ja. Mhm. Genau. Wäre das Gleiche, wenn ich zum Beispiel in der Küche oder im Bad Blättchen habe und die plötzlich die Linien nicht mehr gerade ganz genau, sind? Ganz genau, das ist, kann man wirklich wunderbar an solchen Sachen auch anschauen. Ja. Wir haben auch die Injektion vorbereitet, die Spritze, dass Sie mal können zeigen, wie das wirklich geht, Frau Hatz. Ja, genau, hier wird unser Patient vorbereitet und erhält zunächst betäubende Augentropfen in das zu behandelnde Auge. Mehrfach, bis das alles richtig schön gewirkt hat, wird dann auf einem Behandlungsstuhl platziert. Dann werden die Lider ringsherum gründlich gereinigt. Dann im späteren Verlauf, hier sehen Sie das,
wird die Oberfläche abgedeckt, das Auge freigelassen und eine kleine Klemme an die Lider befestigt. Hier wird das Medikament aufgezogen. Und schließlich erfolgt in dem Bereich, was wir als Weißes im Auge, also die Lederhaut, sehen, dort die Spritze. Macht das nicht weh? Patient spürt durch die gut durchgeführte örtliche Betäubung vorher keinen scharfen Schmerz, kann aber so ein Druckgefühl spüren, dann, wenn nämlich das Volumen ins Auge appliziert wird. Jetzt, was können Sie erreichen mit den Injektionen punkto Sehkraft? Also kann man quasi die Verschlechterung richtig verhindern? Die Verschlechterung kann man relativ gut verhindern. Es kommt natürlich immer darauf an, wann der Patient zu uns kommt. Wenn wir eine sehr fortgeschrittene Situation haben, kann es natürlich sein, dass nicht mehr viel Sehkraft zu gewinnen ist. Mhm. Bei mittelgradig und leichteren feuchten Makuladegenerationen kommt es in der Regel zu einem sehr schönen Sehkraftanstieg am Beginn und die Weiterführung der Behandlung dient dann der Stabilisierung. Mhm. Und übernimmt das Krankenkasse immer und problemlos? Die Krankenkasse übernimmt das problemlos. Die Krankenkasse darf die Diagnose anfragen. Aber die Behandlung für die zwei zugelassenen Medikamente in der Schweiz wird von der Krankenkasse gut gedeckt. Mhm. Wir reden jetzt immer von der vierten Makuladegeneration. Ist das die einzige, die man behandeln kann? Oder mit anderen Worten, kann man die trockene auch? Kann man auch etwas machen? Für die trockene Makuladegeneration gibt es jetzt momentan noch nicht so eine Behandlung wie für die feuchte Makuladegeneration. Es sind entsprechende Medikamente in Erforschung und ich hoffe, die nächsten Jahre werden uns da einiges bringen. Mhm. Viele Patienten oder Menschen im fortgeschrittenen Alter haben auch Katarakt, also einen grauen Star, und müssen vielleicht operiert werden. Wenn sie jetzt gleichzeitig Makuladegeneration haben, bisst sich so eine Operation? Nein, das bisst sich gar nicht. Das haben wir früher gedacht, dass das Probleme produzieren könnte, aber jetzt nach den Ergebnissen der letzten Jahre scheint es doch tatsächlich so zu sein, dass das keine Probleme macht. Unsere Patienten mit feuchter Makuladegeneration werden selbstverständlich, wenn es notwendig ist, am grauen Star operiert. Und im Gegenteil, dann kann man auch die Makuladegeneration wieder gut behandeln, weil auch wir können wieder besser reinschauen. Und vielleicht noch zum Schluss, wenn Sie so oft spritzen müssen, wie groß ist denn die Infektionsgefahr? Sie arbeiten ja sehr steril, aber trotzdem. Ja. Schaffen hier in der Schweiz sehr steril. Die Bestimmungen in der Schweiz sind auch sehr streng. Entsprechend haben wir also ganz, ganz, ganz selten mal sogenannte Endophthalmitidenentzündungen im Augeninneren durch die Spritze. Wir haben in den vielen Jahren seit Zulassung des Medikamentes zwei Fälle gehabt für über 8000 Injektionen pro Jahr. Also grundsätzlich ist es eine problemlose Behandlung. Ja. Danke schon vielmals, Frau Hatz. Und wenn Sie jetzt noch in Ruhe wollen, über die Netzhautprobleme, die wir heute besprochen haben, nachlesen, gehen Sie bei uns auf die Webseite. Dort finden Sie verschiedene Informationen und Broschüren. Heute gibt es riesige Fortschritte in der Krebstherapie. Trotzdem, Krebszellen, die sind fies. Die können sich nämlich verändern, sodass eine Therapie dann plötzlich nicht mehr wirkt. Und für das Problem hat man jetzt eine Lösung gefunden. Es ist keine 2,5 Jahre her, da ist Miriam Müller der Spaziergang mit ihrem Hund Arco zur Qual geworden. Sie hat Lungenkrebs, obwohl sie nie im Leben geraucht hatte. Dort ist mir ganz schlecht gegangen. Also die Nebenwirkungen von dem Medikament waren sehr gross. Was er gemerkt hat, ist, dass es viel kürzere Spaziergänge waren. Spielen ist ausgefallen, weil ich einfach nicht mögen. Und das hat er dann schon gemerkt. Jedem vierten Tumorpatienten geht es so wie Miriam Müller. Die Therapie schlägt nicht an, verursacht schwere Nebenwirkungen. Die Patientin war verzweifelt. Der behandelnde Arzt im Zugzwang, ohne recht zu wissen, was tun. Denn der Tumor hatte sich inzwischen genetisch verändert. Doch wie? Früher haben wir alle Patienten, die eine zweite Chemotherapie brauchen, weil die erste Fehlklage hat, haben wir gleich behandelt. Unabhängig, wie der individuelle Tumor aufgebaut ist. Also neues Spiel, neues Glück so etwa? Genau. Mit einer langen Nadel von außen in den Krebs stechen und hoffen, das veränderte Tumorgewebe zu finden. Oder per Lungenspiegelung. Das waren die Verfahren. Beides Verfahren, die aufwendig sind für den Patienten, allenfalls komplikationsträchtig
Heute können wir das Ganze mit einer einfachen Blutentnahme untersuchen. Somit blieben Miriam Müller die schmerzhaften Methoden erspart. Mittels Liquid Biopsy wird im Blut nach genetischen Veränderungen des Tumors gesucht, noch bevor dieser wieder wächst und den Patienten schwächt. Dafür wird das Blut zuerst zentrifugiert, um das durchsichtige Plasma zu gewinnen. Hier sind die genetischen Informationen enthalten. 3 Milliarden davon hat der Mensch. Ausgedruckt würde das eine ganze Bibliothek füllen. Diese Information wird auf den Chip pipettiert. Die neuen Analysegeräte lesen diese Bibliothek in einer einzigen Nacht. Während wir früher in der Lage waren, praktisch nur 16 Seiten lesen zu können, und heute mit Hilfe des Next Generation Sequencings können wir, wenn wir wollen, bis zu 10 Millionen Seiten lesen, also praktisch die gesamte Bibliothek. Irgendwo zwischen Abertausenden von Seiten steckt die veränderte Erbinformation. Aus der Gesamtheit der Erbinformation, also aus der kompletten Bibliothek, ist das ein Buch und eine Seite. Und wir sehen einen Buchstaben, der hier verändert ist. Das bedeutet, dass sich der Tumor verändert hat, dass die jetzige Therapie nicht mehr funktioniert und dass für die Patientin jetzt der behandelnde Arzt eine neue Therapie aussuchen muss. Auf diese Weise fanden die Ärzte auch für Miriam Müller eine neue, speziell auf ihren Tumor zugeschnittene Therapie. Und die wirkt viel besser. Von mir aus gesehen, vom Mögen her und vom Schnaufen her, schlägt sie sehr gut an. Also geradeaus ist eigentlich wie vorhin, vor der Krankheit. Und so bergauf mag ich schon noch merken. Ja. Und mit uns so manchmal spürt es dann, oder? Und jetzt mag ich wieder mit dem Spielen und das spürt er schon. Sicher, Miriam Müller hat noch Krebs. Aber die Ärzte sind dank Liquid Biopsy dem Tumor immer einen Schritt voraus. Und so fühlt sich Miriam Müller im Kampf gegen den Krebs gut gerüstet. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie konnten profitieren. Und adieu, miteinander. Das Gehirn erinnert sich an Schmerzen, auch wenn die Ursache schon lange vorbei ist. Dagegen gibt es nun neue Therapieansätze. Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Vista Klinik, Ihre Augen in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.